schon guckt hier, ne? Ich glaube nämlich noch nicht, weil, ne? Und so. Warte mal. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft, der sich mal wieder absolut übersteuert. Und ich bin hier nicht alleine, neben mir steht nämlich ein Mythos. Ja, der hier gerade noch ein bisschen was, ja, genau, das da braucht. Hallo, hallo, so, hallo perfekt. Liebe neue Zuschauer, hallo liebe Zuschauer, die es einmal live sehen und die es jetzt als Aufzeichnung sehen. Ich richte mich an beide. Ich habe einen Apfel gekriegt. Was hast du? Einen Apfel. Er hat einen Apfel gekriegt. Ja. So, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir hier die Bäume so abholzen, ne? Ja. Aber das hat einen Grund. Wir wollen nämlich... Wir haben Langeweile und müssen irgendwie die 10 Minuten vollkriegen, damit wir so viel Werbung schalten können, wie nur eben möglich. Was? Werbung? Oh, ich glaube, ich habe immer pro Video immer nur ein oder zwei Werbung. So viel mache ich gar nicht, weil... Gut, auf YouTube gibt es da eine Funktion, die heißt Placements vorschlagen. Da drücke ich einfach drauf und mache mir keinen Kopf. Nö, das ist mir zu viel dann. Weil das macht immer so 4, 5 Dinger dann. Na, so viele machen es auch nicht. Warte mal, ich habe da so ein Klüng gehört. Ein was? Warum? Der Mike. Lars! Oh mein Gott, Leute, du hast mir geschrieben Dienstag, Alter! Okay, Lars, liest du bitte einmal vor, was hier in diesem Chat steht. Ja, genau, lest das mal vor. Lies laut vor. Ja, lest das mal vor. Du bist morgen in Frankfurt. Ja, ja. Am Dienstag bin ich in Frankfurt. Und was steht dahinter? Ja, dass du dann heute streamst, aber ich hatte gar nicht. Ja, bitte die ganzen Texte lesen, dann klappt das auch. Das ist ganz klar im Vorteil. Ja, aber ich hatte doch gar kein Discord an, Mann. Du hast mir geschrieben, das Dienstag, und seitdem habe ich das Ding nicht mehr angehabt. Ach so, Mann, ich hab das vergessen. Ich bin morgen in Frankfurt, ja. Ja, wow, okay. Wer ganze Texte liest, ne? Nein, alles gut. Schön, Lars kann wieder streamen. Ich freue mich, dass wir endlich auch wieder Lars dabei haben. Uns fehlen hier die Designer am Werk. So, das machen wir mal trocken. Dann bin ich sofort da. Dann habe ich heute halt noch 50 Minuten oder so, aber hey. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir können ein bisschen was von Lars sehen. Lars darf wieder streamen. Also hat sich das Problem gelöst quasi? Ja, ohne Stellungnahme, ne? Also es kam einfach eine E-Mail mit, dass der Strike aufgehoben wurde. Ich meine, es stört mich jetzt nicht, ne? Ich habe mein Ziel erreicht, aber wäre schön zu wissen, warum man sich jetzt so entschieden hat. Aber gut. Ja, sei froh, dass du wieder streamen darfst. Ja, das ist momentan richtig schlimm. Ich hab das des Öfteren gelesen im Twitter vor allem. Im Internet, dass es da arge Probleme gab. Ne? Also kann bei das vielen YouTubern. Dass ausgeschaltet ist? Was? Nochmal. Ja, ist es. Okay, schau gut. Ich wollte gerade die Bäume abbrennen, aber irgendwie kann ich mit Feuer nichts machen. War das, glaube ich, ne? War das eins? Ne, war zwei, ne? Machen wir es mal so. Ja, war zwei. Oder einfach Gras. Ach ja, stimmt. Wie kann ich mit Rollte eigentlich dort, wo ich gerade stehe, einen Marker setzen? Doppel-slash Pause 1 oder 2. Ja, Pause, genau. Pause, einfach slash Pause, ja. Danke, lieber Chat, ich mag euch. Ihr habt es bestimmt auch gleich geschrieben. Ich wollte sagen, das ist krass. So nett, also den Sand machen wir auch so ein bisschen zurück. So, Mythos, es gibt da ein Spiel auf YouTube, das heißt The Floor is Lava. Kennst du dieses Spiel? Nein. Der okay, Boden jetzt ist Lava, kennt jedes Kind. The Floor is Lava. Oh, das jetzt, wo ich einen Drain-Befehl eingebe. Ups, ich habe an eine Sache nicht gedacht. Egal, die Kabels kannst du gleich wegmachen. Nein! Ich finde, das sieht schön aus. Echt jetzt? Das sieht gut aus. Das gibt dem ganzen Form und Schliff. Nein, gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Lass doch einfach die Bäume explodieren. Gute Idee, Leute. Wo ich schreibe mit TNT, kriegt man noch schneller Sachen weggeräumt. Wir replacen jetzt in dieser Welt alles, was aus Wolle ist, mit TNT. Und gucken, was passiert. Genau, niemand darf sich mehr bewegen. So, was haben wir denn vor? Wir wollen hier außerhalb des Druckers Farmgebäude bauen, die dann über eine Datenroute, / Wasserroute, ihre Items ins Gebäude speisen. So alle möglichen Farmen sollen da reingebaut werden. Mythos möchte Melonenfarm bauen und so. Ich möchte gerne Karotten und eine Linksfarm bauen, ne? Ja, mach du. Ja, und wir haben ja hier an Bord des Pistenhauses haben wir schon eine automatische Weizenfarm. Das Pistenhaus muss sich ja selber mit Weizen versorgen, sollte tatsächlich die Verbindung zur Außenwelt gekappt werden, im Sinne des Wortes. Jetzt kann ich hier sehen, dass ich hier das Wasser wieder richtig hinkriege. Echt mal.
Ja, das schaffst du schon, Mythos. Ich glaube an dich. Ja. So, die Frage ist nämlich... Wegen ist einer. Die Frage ist, ja? Die geilsten Säue sind wieder dabei. Ja oder nein? Natürlich sind die geilsten Säue dabei. Ich hätte zwar nie gedacht, dass ich in meinem Leben sowas sage, aber jetzt habe ich es gesagt. Yay! So. Ich kann eh noch verraten, was voll lustig ist. Ich habe eine E-Mail von Logitech bekommen, ne? Wo ich denn wohne und wann ich zu, ja genau, wo ich denn wohne, wann ich zu Hause wäre. Und ich glaube, ich bekomme insgeheim Post von denen. Ich habe noch keinen Plan, was. Ich bin mal gespannt. Von Logitech? Und, ja, genau, von Logitech. Das heißt, ich werde irgendwann die Tage ein Video machen, wo wir Logitech-Pakete auspacken. Ich bin gespannt. Naja, es kann auch sein, dass, dass die vielleicht... eine Rechnung schicken. Nee, aber... das ist gut, Lars. Nein, aber... Nee, ernsthaft, ich warte mal, eigentlich bin ich ja... ne? Bin ja doof. Voll am Wegsterben, ey. Damit du auch definitiv, ne? Du hast jetzt offiziell bestätigt, dass du den Brief annehmen wirst. Kannst dich nicht verkriechen. Nee. Alles gut. Naja. Auch gesagt. So. Liebe Leute, dürfen wir das Feld von Mythos abreißen? Ja oder nein? Schreibt Ja für Ja und Nein für Ja. Was? So. Also vielleicht. Nein. Schon ist vorbei. Das Feld, ja, das können wir, können wir nachher wegmachen, wenn die Sachen gebaut sind. Ich bin dann jetzt auch endlich mal live. Ja, ist auch schön, dass wir wieder Menschen live haben. Das ist gut. So, ja, machen wir ein klassische Wasserkanale. Was? Wasserkanal? So. Ja, hier muss ein Wasserkanal. Die Items müssen ja irgendwie in den Drucker rein. Da dachte ich mir, so eine coole steinzeitgemäße Wasserstraße. Okay. Das Wasser haben wir wieder in Ordnung gebracht. Ey, was ist denn hier kaputt? Wie war's wohl kaputt? Alle im Chat. So, wir sind wieder Was ist das denn hier? Wie was hier ist was? Hier mit dieser geraden Fläche, das kannst du nicht bringen. Ja, da kommt die Farm hin, den Rest runden wir nachher ab. Ey, das nee. Sehen wir erst aus. Können wir nachher Terraform können wir nachher betreiben. Da machen wir ein bisschen World Edit. Warte, Mythos, stopp, was machst du da? Das geht doch viel einfacher. Ich habe mich ein bisschen World Edit eingearbeitet. Pass mal auf, da musst du Folgendes machen. Smooth 5. Nein, Ja, nee, das mit dem Smooth, das lässt du mal schön. Da sieht man immer, dass es Word Edit ist. Das soll man ja nicht sehen. Voll gut. Simon ist die geilste Sau. Hallo, Simon. Ja. Der hat irgendwie lauter geile Säue. Ja, hat er. Ah, guck mal, jetzt geht's. Ah, Moment, mein Item. Mein Smooth-Item. Brauchen wir nicht. Muss. Und Android LP auch. Muss. Aber World Edit ist ein... Soll ich den Drucker smoothen? Wenn ich jetzt da einen Klicken mache, da macht das... Oh! Das sollte man nicht machen. Hat niemand gesehen, was ich hier mache? Nein, hat niemand gesehen. Ups. Wenn man nicht alles machen kann, World Edit. Wie das, ich finde den neuen Look vom Drucker gut, da oben vom Papier einzugehen. Ich bin ja gespannt, wie euer Zoo am Ende aussieht. Ne? Also, ja, da bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, Sparky möchte den Zoo immer sehr sachlich haben. Also, ihm ist es sieht sehr akkurat aus. Was für einen neuen Look? Ja, siehst du da oben das Papier? Ey, nein, hör auf damit! Ich finde das echt gut aus. Alter. Nee, ja, ich finde, der Zoo sieht sehr akkurat aus. Ne? Also, so bei mir sieht das alles so ein bisschen... nach und nach gebaut aus und bei euch so sehr straight. Ja, ich glaube, das ist auch Idee dahinter. Wir wollen straighten zu haben. Und wir wollen auch nicht, und ich habe auch ehrlich gesagt, ich wollte mir deinen Zoo ein bisschen angucken, aber ich habe gedacht, das tue ich jetzt nicht, weil ich habe keinen Bock. Also ich möchte nicht abgucken von dir. Ja, aber du kannst ihn dir doch jetzt einfach mal so angucken. Also ja, ihr seid ja schon am Bauen und. Das ist ja nicht so wild. Smoothen wir die. So. Mit Smooth World Edit macht echt Spaß. Man kann da echt tolle Sachen mitmachen. World Edit ist super. World Edit ist Beste. Ja. Beste Alter. Leute, guckt euch das mal an, ne? Guck mal, hier ist eine gerade Linie. Oh, sieht doof aus. Und schon ist es irgendwie sauber. Ich habe den ganzen Baum abgerissen, ich mach den aber neu. Doch. Also nichts ist unmöglich. Toyota. Nein, Werbung machen wir jetzt bitte nicht. Was fährst du denn? Du fährst bestimmt ein Oprima, er läuft. ja, nein, ich habe. Ich habe ein Oprima, ich laufe. Fährt der wirklich ein Opel?
Nein, oh prima, ich laufe. Ach so. Ich habe gar keine Auto, oder wie das heißt. Und Lars, sind Sie denn Motor? Warte mal, 1, 2, 3, 4, erstmal werde ich gefragt, seit wann wir zusammen 7. das Creative Pisten ausmachen. Schon länger, aber ich durfte ja nicht streamen, 3 Wochen lang. Und, wenn er keinen Bock hat. So, ich habe momentan habe ich ein Peugeot 206. Ein Peugeot. Auch gut. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht über das Auto. Also es ist wesentlich besser. Positiv oder negativ? Nein, wirklich positiv. Also. Oh, das hört man selten. Also ich bin vorher VW gefahren und ich denke mir so, okay, ich fahre kein VW mehr. Was? Wieso? Ja. Ja, weil ist alles billiger sind, hallo? Was? Ja. Wie, was? Jeder betrügt doch hier und da ein bisschen. Nein, aber gut, hast recht. Aber, Argument, aber Joe, trotzdem. Du musst das so sehen, ja? Natürlich kann jeder betrügen, aber ich kann nicht jeden unter Generalverdacht stellen. Nur da, wo ich es weiß, kann ich sagen, okay, mein Resultat ist kein VW. Und man muss dazu sagen, ich bin ein Golf 5 GTI gefahren, der, Alter, das hat schon Bock gebracht, das Ding zu fahren, aber... GTI auch noch, Mann, ey, du. Mein Traumauto ist ja der GTE. Ja, nee, mein Traumauto ist der Ford Shelby GT. Ach, das ist ein geiles Teil. E, ne? Ja, ich du? Elektroauto. Ja, gut, ich sag mal, wenn ich mir so ein Ford Shelby leisten kann, dann kann ich mir auch als E leisten. Genau. Da muss dann das Wasser hin. So, dann schauen wir mal. Machen wir das so. Also nur zur Info, ich habe den Baum abgerissen, weil ich mir überlegt habe, ich mache jetzt die 3-4 Läden aufeinander und dann baue ich den Baum drumherum. Das ist nämlich wesentlich einfacher. You can do what you want. Everything okay. What you really, really want, nein. What you really, really want, what you have. Oh, bitte nicht. Gamers trying, incoming. Wie war mein Tag? Mein Tag war super. Das Hotel hat mega lange gedauert, was ich heute gebaut habe, aber scheint ja zu gefallen. Ich dachte so, Lars hier, der Typ, wohnt im Hotel. Nein, ich habe ja heute ein Hotel gebaut. Ja. Hat ewig gedauert. Mhm. Aber gut. Nee, freut mich echt wieder hier zu sein und von vorne anzufangen. Ich weiß noch, wie die erste Folge mit Lars, ne? Oh, diese Quatschstanden, ob ich das jemals aushalten werde. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen habt ihr euch schon gebessert, ja? Also. Nein, du hast dich dran gewöhnt, junger Mann. Nein. Ja, würde ich auch sagen. Du hast dich einfach dran gewöhnt, das ist alles. Nein, ich würde sagen, der Dialog zwischen uns ist besser geworden und nicht so jeder labert für sich. Doch. Aber vielleicht ist das auch unsinnig. Manchmal labert man doch jeder für sich. Ich muss das doch nochmal aufmachen. Ich werde die Items da vorne haben. Das heißt, hier muss Vorsorge. Das ist das Schöne hier. Das wird noch gleich kommen. Es wird noch eine Folge kommen. Ich hatte so einen Beef mit Spark ein bisschen, weil wir haben offiziell festgestellt, dass ich nicht bauen kann. Dass das schlecht aussieht, wenn ich baue. Gelinde ausgedrückt. Und am Ende hieß es dann, war dann das Resultat des Tages, ach, Joe, bau einfach einen Kasten, ja, mach das reine, was du da reinmachen musst und ich mach den Rest, okay? Ja, so ähnlich habe ich das ja auch zu dem Restaurant gesagt, ne, wo du mir das Stück geschickt hattest. Habe ich ja auch gesagt, dass, also von der Funktionalität. Immer ihr und euer Design. Ich denke viel zu pragmatisch. Ich denke funktional. Ich will spielen. Ich spiele Minecraft und designe nicht. Ja, aber das macht ja auch Spaß und ist ja auch Spielen, wenn man es schön hat. Erwachsenen spielen. Das ist genau das klassische, ich baue eine Lego-Welt, aber hey, alles wird festgeklebt mit Kleber, damit sich nichts in meiner Lego-Welt bewegen kann, denn das ist das Wichtigste, dass die Sachen einfach nur anguckbar sind. Nein, ich klebe da nicht meine Lego-Welt zusammen. Ist das nicht die Thematik des neuen Lego-Films? Des alten? Mythos, ich habe hier ein bisschen Wasserschmier rein angerichtet. Die Technik müsstest du nochmal neu bauen, aber ist nicht schlimm. Was? Nicht schon wieder? Ja, doch. Ey, mach doch sowas nicht. Ich mach sowas gerne sogar. Ich hab hier völlig falsch. Das muss alles eins höher. Obwohl, das kann ich ja sitzen lassen. Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das kann ich hier sitzen lassen. Dann brauche ich ja bloß hier die Blöcke drunter setzen. So. Dann darf ich die ganze Technik da unten nicht wegmachen. Braucht ihr die ganze Technik da drunter nicht wegmachen, habt ihr gehört. Dann so übel sieht das gar nicht mal so aus hier, diese Da soll diese dann das Straße. Wasser drüber laufen.
Genau. Das ist der Plan. Was macht der Mythos da? Ach, da macht er die. Nein, Mythos, was tust du da? Das soll doch alles in ein Haus rein. Ja, das bauen wir doch dran drumherum, du Nasenbär. Du willst da drumherum bauen. Ja, gut, von mir aus. Kriegt er schon hin. Ist ja dein Problem, niemals. Lars, möchtest du mitschreien? Wir schreien gerade so schön. Was hast du gesagt? Nee, genau das. Alles gut. Ey, ich schreie nicht. Nein. Das werde ich nie tun! Liebe Zuschauer, schreit Mythos, stimmt ab, ja für ja, nein für ja. Rufen Sie jetzt an, 0800, 0800, 0800. 99 die Woche. Wir haben mal Spar-Abo. Ey, das musst du denen mal heute erzählen. Ne? Früher hast du echt 4,99 die Woche bezahlt für einen Klingelton und drei Bilder oder so. Das war so übel. Heutzutage zahlst du eine Abmahnung vom Anwalt, wenn du es Copy. Nein, machen wir anders. Heutzutage gibst du bei Google einfach kostenlos ein. Da kommt der Klingelton auf Handy. Klingeling, kling, düdi. Und da kommt das eine Werbung in den Klingelton mit rein. So, dann gehen wir weiter hier rein. Also ganz ehrlich, ich sag mal so, Kollege von also Kollege hat sich ein Fernsehen gekauft von einer ziemlich modernen Marke. Ne? Und ja, also Samsung, ziemlich moderne Marke. Ich sag, ich will keinen Namen hier sagen, aber der Riecher ist ganz recht. Auf jeden Fall. Dieses Fernsehen schafft es doch tatsächlich in die, wenn man auf der Taste drückt, man da auf Menüauswahl, dann kommt man in die Menüauswahl, ne, kennst du ja bestimmt, ne, durchs Programm zu zappen. Die haben es doch tatsächlich gebracht, einfach da ein kleines Advertisement-Fenster einzubauen, wo Werbung abgespielt wird. Ich sag so, wow, unglaublich. Du wirst lachen, das ist noch gar nichts. Ja, also ich habe mir ja auch mit der Xbox One X habe ich mir einen 4K-Fernseher geholt, ne, und Smart TV bla. Man denkt sich, wenn man so viel Geld für den Fernseher ausgibt, dann braucht man keine Werbung mehr, nein. Genau, und das richtig Kranke ist, sobald du im Menü bist oder sonst irgendwo, ne, oder du gehst auf YouTube, du machst dies, du machst jenes, kommt Advertising überall und du denkst erst so, wollen die mich verarschen, macht YouTube jetzt da Werbung oder so? Nein, das ist dann von dem Fernseher selber, da steht auch eine Bedienungsanleitung, du hast keine Chance dagegen. Ja, schon. Ist schon echt heftig, was da manchmal ist. Ja, also mittlerweile nimmt die Werbung echt überhand. Aber andererseits muss man auch sagen, es beschwert sich ja auch niemand, ne? Wenn ich auf YouTube gucke, da sind teilweise 12-Minuten-Videos mit 6 Werbespots, da frage ich mich, warum die das sagen. Ja, aber man muss mal überlegen, wie das umgerechnet ist. Also ich muss sagen, zu viel Werbung auf YouTube finde ich auch blöd, aber ein bisschen, also ich meine, ich muss natürlich jetzt als YouTuber sprechen und aber auch gleichzeitig als Zuschauer. Mich stört die Werbung auch, was viele Leute sagen, aber ich finde es aber auch im Gegenzug. Also bei einigen YouTubern finde ich es sogar fair. Da gucke ich auch dann. Da ist das okay. So. Und ich muss sagen, im Vergleich zum Fernsehen ist das auf YouTube noch erträglich, weil man die Werbung ja meistens nach 5 Sekunden wegklicken kann. So. Ja, aber wenn du die Werbung wegklickst, verdient der YouTuber daran nichts, ne? Ja, gut. Ich kenne mich damit nicht aus mit dem System. Deswegen ist das so ein bisschen, weißt du, also wenn du die Werbung wegklickst, überspringst, dann verdient man daran nichts, weil du bezahlst effektiv Advertising auf YouTube nur dann, wenn die Werbung auch komplett geguckt wurde. Ach. Das heißt, du kannst theoretisch für 10 Euro Advertising-Werbung buchen und es sehen 1 Million Leute, weißt du? Theoretisch. Deswegen ist ja auch YouTube so als Werbeplattform mega beliebt. So, dann? Das heißt, man muss quasi hoffen, dass die Werbung gut genug ist, dass die Leute sie anklicken. Oder man muss einfach das einmal den Zuschauern mitteilen, weil die meisten wissen es wirklich nicht. Ist das denn und denken erlaubt? So, ja, ne, ist ja Werbung, hat verdient. Nee. Aber darf man das denn, das den YouTube-Zuschauern mitteilen? Ich glaube, da wird doch YouTube nicht gerade glücklich drüber sein, oder? Ja, warum? Für YouTube ist das doch gut. Weil dann werden bei YouTube schneller wieder Werbeplätze frei. Verstehst du? Also man kann schneller wieder Werbung verkaufen. Weil du kaufst ja pro Klickzahl Werbung bei YouTube. Mir soll's egal sein, mir soll's wurscht sein. Muss ich überlegen. Also, das soll zuerst hochgehen, dann soll das aufgehen. Ich ist hier das nur heißt, das hier ist standardmäßig zu. So, standardmäßig aber ich finde, du hast ja recht, ne? Auf YouTube ist die Werbung im Verhältnis weniger als im normalen Fernsehen oder so. Ja. Aber ich finde, auf YouTube ist es trotzdem störender, weil man alle 5 Minuten im Prinzip aus diesem Fluss rausgerissen wird, weißt du? Weil du wirklich immer so. Ah, das muss aber nicht übel sein. Japanische Formen haben rausgefunden, dass man sich nur für 7 Minuten konzentrieren kann. Dann muss irgendetwas anderes geschehen, um die Konzentration nicht zu unterbrechen. Hallo Robin, schön, dass du im Chat bist. Okay, genau. Halte ich für. Jetzt warte mal. So. Hä? Nicht den jetzt. Ich kann mich noch länger 7 Minuten. Aber es gibt einige Leute, die schreiben gerade, Werbung ist echt blöd. Ich möchte mal eine Kleinigkeit nochmal hinzufügen. Nein. Jetzt allgemein, mal gar nicht jetzt, ich rede jetzt mal nicht als YouTuber, sondern ich rede mal allgemein.
es hat ja immerhin einen großen Vorteil. Auch viele Leute sagen so mal, Google verkauft meine Daten und so ein Kram. Es hat einen großen Vorteil. Ihr könnt das Ganze, diesen ganzen Spaß hier, müsst ihr kein monatliches Geld für ausgeben. Ihr habt es einfach. Ihr habt es gratis. Und ihr habt Dienste und Möglichkeiten gratis, ja noch die Schweine viel Geld im Hintergrund kosten.